Magdeburg, Brandenburger Straße, das Forum Gestaltung im Sommersonnenschein. Möglicherweise ist ein Lächeln über das Gesicht des Titanen gehuscht, der die Eingangspforte stützt. Denn heute wurde hier das Stefan Wewerka Archiv gegründet. Stefan Josef Oskar Wewerka, geboren am 27. Oktober 1928 in Magdeburg, gestorben am 24. September 2013 in Berlin, war ein Künstler, der sich zeitlebens den Konventionen seiner Umwelt entzog. Davon konnten sich die Magdeburger in einer Ausstellung überzeugen, die hier im Forum Gestaltung im vergangenen Jahr eröffnet wurde. Völlig überraschend verstarb der Künstler wenige Wochen vor dieser Eröffnung und die Exponate sind jetzt der Grundstock des aufzubauenden Archivs. Also das ist eine ganz große Freude. Aus zwei Gründen. Einmal ganz persönlich egoistisch, weil ich diese Idee vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren hatte und angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und jetzt mit Genugtuung hier stehe und sage, jawohl, jetzt ist es eröffnet. Zum anderen natürlich eine große Freude für meine Familie und mich, dass sein Werk in hoffentlich gute Hände kommt und in seinem Sinne damit eben gearbeitet wird, dass es lebendig bleibt, dass es überhaupt erschlossen wird und hoffentlich hier ein fester Bestandteil wird. Und meine Ansage war immer, die Berliner müssen irgendwann sagen, hast du gehört, da gibt's was in Magdeburg, da fahren wir hin. Wewerka ist ein bedeutender Künstler seiner Generation, auch wenn er mit seinen Arbeiten nicht so sehr die Öffentlichkeit gesucht hat. Er war ein anerkannter Mann und geschätzter Lehrer. Das war ein Künstler, der in alle Gestaltungsbereiche hineingearbeitet hat. Ein universeller Künstler, der vom Architektonischen über Städteplanung bis zur Malerei, bis zur Druckgrafik, bis hin in die Mode, selbst Modeentwürfe gemacht hat. Also eine fließende Grenze zwischen angewandter und freier Kunst, den das alles nicht interessiert hat, dass man das in Kategorien packt, sondern der sich jeden Teil der Gestaltung in unserer Umwelt, in unserer Umgebung eigentlich vorgenommen hat. Und mit einem hohen ethischen Bewusstsein auch dazu beitragen wollte, dass Dinge und der Umgang mit Dingen im Grunde genommen unser Leben enorm bereichern und verändern kann. Jetzt wird nach und nach der Nachlass nach Magdeburg gebracht und wissenschaftlich aufgearbeitet, was bei der Fülle an Plastiken, Grafiken, Zeichnungen, Fotos und Filmen eine große Aufgabe wird. Erweitert wird das Archiv mit Arbeiten vom Großvater, dem Vater und dem jüngeren Sohn von Stefan Wewerka und so wird das Forum Gestaltung zu dem Zentrum der Arbeit rund um diesen Künstler. Das ehrt uns und ist gleichsam aber auch ein Erfolg vom Forum Gestaltung, dass wir den Nachlass von der Familie hier nach Magdeburg bekommen und gemeinsam mit der Familie das Wewerka-Archiv aufbauen. Die Stadt Magdeburg gibt als erstes 15.000 Euro Startkapital aus dem Kulturetat und bis zum Jahr 2019 120.000 Euro, um das Archiv zu finanzieren. Ja, das ist wirklich eine Freude. Also ich bin sehr auch emotional beteiligt bei der ganzen Geschichte, weil wenn man die Geschichten weiter noch erzählt, kommen ja noch viele Nuancen. Zum Beispiel, dass Erich Weinert der Patenonkel von Stefan Wewerka war. Da kann man vielleicht Erich Weinert mal wieder freier zitieren. Es gibt ja da Berührungsängste bei einigen. Wenn man weiß, dass Rudolf Wewerka, der Vater, also die Kugel, diese expressionistische Künstlervereinigung mitbegründet hat 1919 und hierfür doch durchaus für Furore sorgte in Magdeburg bis hin zu Dada-Veranstaltungen, dann kann man sich vorstellen, was man auch im Umfeld dieses Archivs immer schon noch erleben wird, zumal wir ja im Forum Gestaltung auch solche Art Veranstaltungen immer schon gemacht haben. Das Engagement der Stadt und des Forum Gestaltungs e.V. ist im Zusammenhang mit der Magdeburger Bewerbung als Kulturhauptstadt zu sehen. Wieder ein Mosaikstein für das Kaleidoskop, Kultur in unserer Region und darüber hinaus.